Anfang dieses Videos ist geprägt von Meckereien über total schwachsinnige österreichische Geschwindigkeitsbegrenzung. Solltet ihr euch mein Meckern nicht anhören wollen, überspringt am besten die ersten 11 Minuten. Allerdings verpasst ihr dann auch wirklich schöne Kurven und eine wunderschöne Landschaft. Trotz allem wünsche ich euch viel Spaß und würde mich über Kommentare und einen Daumen freuen. Wir haben es geschafft. Wir sind aus Bregenz raus. Sind jetzt Dornbirn durch. Und jetzt geht das hier so ein paar schöne Serpentinen hoch. Hier ist leider noch 50. Die waren gute Jungs, die haben uns wenigstens vorbeigelassen. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass man hier frei fahren kann. Aber hier ist leider alles 50. Schade, schade, Schokolade. Ach Mann, das geht einem doch auf den Sack hier mit den ihren scheiß Geschwindigkeitsbegrenzungen, echt. Heiland im Leben, ist ja schön so ein alter Bus, aber doch nicht vor uns, ey. Schön, wenn man so groß ist. Immerhin darf man hier wieder 80. Das ist nicht wahr hier, echt. Geile Aussicht. Österreich ist der letzte Scheiß hier, echt. Mann, 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 Mann. Alter, die Aussicht ist aber auch mal geil. Auf, ja. Die Aussicht ist mal richtig geil.
100. Ja. Alter, diese Aussicht. Allerdings hier mit der ganzen Gülle hier überall auf der Gast, das gefällt mir ja gar nicht so. Das war doch jetzt mal ein schönes Stückchen, wo man ein bisschen fahren konnte. Ach, jetzt hier alles wieder 60. Ach Mann! Das ist ein bisschen nervig. Man hätte hier noch wenigstens 80 machen können und die Ortschaften einfach beschränkt und fertig. Wieder 40 und wieder 60. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Wie hatte Daniel eben so schön gemeint, das heißt doch Begrenzerwald. Also ab in Begrenzer mit den Kisten. Ja. Aber nicht bei 40 und 50 und 60 und wieder 40. Ja. Hey. Wieder alles 60, Mann! Scheißegal hier, echt. Macht doch keinen Spaß, mal ehrlich.
schön die Landschaft da ist, aber ich möchte ein bisschen Motorrad fahren, nicht hier mit einem schleichenden Gehstock durch die Gegend kriechen. Na, immerhin 80. Kommt man wenigstens mal das Gefühl, dass man fährt. Geht doch gleich die Laune hoch. Oh, hier so schön mit dem Bach. Berg, Bach, Bahn. Passt, läuft. Also so eine Strecke ist dann mit 100. Die sind doch nicht ganz sauber, die blöden Ösis. So eine Strecke machen die mit 100, die haben sie nicht alle.
sowas Bescheuertes, echt. Da geht's aber runter. Junge, 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 echt. Ist doch nicht normal sowas. Ja. So eine Strecke machen die mit 100. Haben diese eigentlich noch alle? Die ganze Zeit 40, 60 und so eine Strecke, 2 Meter breit, machen die mit 100. Wo sind wir denn jetzt? In Schnepfeck, diese ganz kleine Strecke darunter. Hier ist Schnepfau. Ja, da sind wir eben durch. Na gut, jetzt kommt er dann erstmal nicht. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte gewesen. Echt? Ja. Aber wir müssen doch hier hinten noch rum, oder nicht? Ja, aber guck mal. 130 Kilometer sind es noch. 290 hatten wir oder 260. Aber du kannst ruhig zugeben, es war eine gute Idee, über den Bodensee zu fahren. Vom Anblick her, natürlich. Sag doch gar nichts gegen. Ich habe mich da nicht gegen gewehrt, nur keine Angst. Hey, wir fahren hier weiter. Wir sind jetzt im Schnepfer, wir fahren jetzt noch ein Stückchen und suchen uns dann irgendwas. So. Ich meine hier bei den schönen Kurven, da wäre glaube ich auch irgendwas. Ja, wir fahren nochmal eine Viertelstunde. Ja. Ach ja. Das ist doch schon eher ein Streckchen nach meinem Geschmack hier. Das Schöne ist, das ist dann wieder ein Teil von der Tour, die ich geplant hatte. Tja, aber die wollten ja unbedingt woanders lang. Auf jeden Fall kommt hier doch wieder Spaß auf. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Hochtannenbergpass. Alter. Ja, ich nehme auch noch mal mit. Wie ihr seht, wir zwei sind auch so ein bisschen fürs Sightseeing hier.
und einfach genießen. Die anderen zwei wollen halt ein bisschen mehr blasen. Sollen sie einfach vorfahren. Und gut ist. Wir sind unterwegs jetzt Richtung Schröcken, Hoch-Tannberg-Pass. Leute, zieht euch das rein. Oh hey, Wasserfall über den Tunnel weg. Und die Klänge hier drinnen, geil. Sieht das hier geil aus. Ganz dunkler Tunnel. Ist das geil hier. Geht's noch mal ein paar Meter runter, alter Vater. Da wollen wir jetzt hoch. Geil, geil, Alter! Was zur Hölle ist das denn hier? Alter! Ich würde sagen, das ist sie. Und dein Foto mit dem Vieh auf dem Boden. Von mir aus. Aber die Strecke an sich war geil jetzt. Da geht's jetzt hoch, na, das wird geil. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus zum Fotoshooting. Alter!
Nein, nichts Befehl aussprechen, Navi. Alter! Boah, was ist das denn? Zieht euch das rein? Kaffee 1,90. Das ist okay. Sind denn die zwei kaputten jetzt hin? Ist das geil. Alter Verwalter. Ist das geil hier. Oh, das Ding ist enger, wie ich dachte. Ja, aber alles gut. Weit genug Platz. Alter, wie hoch sind wir denn hier? Kein Baum, nichts mehr. Geil.
Hier liegt noch überall der Schnee. Der absolute Hammer. Ihr ja, hast gesehen unten, Kaffee 1,90. Ah. Leute, ist das geil. Zieht euch das rein. Absoluter Wahnsinn. Jetzt geht's noch mal runter. Können wir die Sonnenklappe mal wegmachen? Weil die Aussicht brauche ich auch noch mal da runter zu. Das ist ja. Leute, es tut mir leid, aber ich bin hier einfach sprachlos. Oh, ich brauche ein bisschen frische Luft. Alter Falter. Ey, zieht euch das mal rein hier. Ach, bin ich so froh, dass ich hier mit runtergefahren bin, echt. Hier das Hotel ist natürlich auch heftig. Ja, das muss ich aber wieder zumachen, das zieht sonst zu viel. Scheiße, es ist 70 bergab. Ah.
fahren. Jetzt hier Vollspeed geradeaus. Da fliegst du ein paar Meter runter. Leck mich am Arsch. Mir knackt's in den Ohren. Ey, wie geil ist denn der Blick da oben, oder? Ja, ich fahr jetzt hoch, mach das Foto und dann trinken wir mal einen Kaffee, ja? So, jetzt seid ihr auch wieder da. So, Fotochen gemacht, wie ihr gesehen habt. Und unser Eins geht jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Was willst du hier? Lass mich raten, du willst bestimmt einen Kaffee trinken. Ja, die sind, die blasen garantiert noch mal komplett drüber, wie ich die zwei kenne. Jo, bis gleich. Tschüss.